Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2. Leon ist leicht verletzt, aber alles ist gut. Wir gehen jetzt zum grünen Raum. Ah, das könnte ich jetzt gerade brauchen, aber leider ist mein Inventar so voller Waffen. Schade, schade. Naja, kann man nichts machen. Bei der nächsten Kiste legen wir das Zeug mal ab. Aber jetzt gehen wir erstmal in den nächsten grünen Raum, wo ich dann wieder Loot finde, den ich auch wieder nicht mitnehmen kann. Aber dann... Ich höre Stinkies. Stimmt, euch habe ich ja ganz vergessen beim letzten Mal, Stinkies. Aber wollen wir die jetzt töten? Eigentlich nicht, ne? Ich will eigentlich nur in den grünen Raum. Wo ist denn von hier aus gleich nochmal der nächste Safe Room? Da wäre zumindest eine Kiste nicht weit von hier, ne? Ich glaube, ich gehe schnell zu der Kiste. Safe Room weiß ich jetzt gerade nicht, also nicht. Aber Schreibmaschine brauche ich eh nicht unbedingt. Ich will nur mal kurz ein bisschen Inventar ausleeren. Wir sind ein bisschen zu krass bewaffnet, würde ich sagen, aktuell. Es gibt ein paar Sachen, die könnten wir uns sparen. Für später. Für spätere Bereiche. Vor allem in Richtung Magnum gucke ich da aber auch die Maschinenpistole. Findet man für die Maschinenpistole eigentlich nochmal Munition in dem Spiel? Ich meine... Oh, ich kann es nicht mehr sagen. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich kann mich schon daran erinnern, dass es in irgendeinem Resident Evil Spiel die Möglichkeit gibt, die Prozentanzeige von diesen Prozentwaffen zu erhöhen. Aber das ist, ne, ihr merkt schon, wie vage allein die Aussage ist. Also ich habe keine Ahnung. So, das ist eigentlich aktuell alles, was wir brauchen, glaube ich. Ach so, warte mal, habe ich irgendwie ein grünes Kräutchen oder sowas in meinem, das ich nicht irgendwie mischen muss? Wie sieht es denn aus? Ich hab schon viel Heilung. So ein kleines grünes Kräutelchen. Oder vielleicht ein Doppelkraut. Machen wir ein grünes... Haben wir uns ein grünes Doppelkraut rein, oder? Ah, delicious. Okay. Und dann rüsten wir mal die Pistole aus. Und dann gehen wir in den letzten... Ich glaube, es ist wirklich der letzte grüne Schlüsselraum. Ich muss schon sagen, aus irgendeinem Grund war wirklich dieser kurze Straßenabschnitt am Anfang mein absoluter Lieblingsteil, meine Lieblingspassage im ganzen Resident Evil 1 damals. Es ist schon lustig, weil das so eine super kurze Passage ist, aber ich kann mich erinnern, dass ich das 100-mal gespielt habe, weil ich es irgendwie so aufregend und toll und interessant fand. Witzig irgendwie, oder? Aber so ein bisschen, ne? So ein bisschen, würde ich fast sagen, trifft das für mich auch auf Resident Evil 4 zu. Weil tatsächlich gefällt mir da die Dorfpassage, im Original vor allem, am allerbesten. Und ich würde sagen, ich habe auch in Resident Evil 4 den Dorfabschnitt sehr viel öfter gespielt als Schloss und Insel. Man hat halt einfach so seine Favoriten. Was haben wir denn hier? Einen Film, den wir entwickeln können. Und ein Zahnrad. A picture of a man, also ein Bild von einem Mann an einer Kutsche. Was zur Hölle hängt denn an der Kutsche? Könnte irgendwie so eine Art Plüschesel sein. Irgendwas ist auf den Rädern. Light the queen, the king and the check. Then the carriage will start running. The King, the Queen and the Jack leiten. Soll ich die jetzt einfach alle anzünden? Oder was? It's a total mess. You can light a fire here. Okay, muss ich erstmal das hier anzünden wahrscheinlich.
Use. Warte mal, ich bin mir nicht sicher, wer der King und wer der Jack ist, aber ich mach mal... Wie war die Reihenfolge? Ich mach's lieber in der Reihenfolge vom Gemälde. Oh oh, zu spät. Na, dann mache ich einfach King, Queen, Jack. Zumindest, was ich glaube, dass der Jack ist. Tada! Ich fühle mich sehr unwohl in dem Raum. Passiert hier irgendwas? Mein Unterbewusstsein warnt mich nämlich gerade vor irgendwas. Ist es nur die Musik oder sollte... Kommt hier nicht Mr. X durch die Wand oder irgendwie? Oder bringe ich das durcheinander? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich wieder unsichtbares Item gefunden. Ein unsichtbares, geheimes Erste-Hilfe-Spray. A total mess. Hier wurde offensichtlich eine Pressekonferenz gehalten. So, wir haben ein Zahnrad gefunden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Zahnrad machen. Hä? Ich muss mal nochmal auf die Map gucken, wo wir noch nicht waren. Also, hier waren wir jetzt überall und hier waren wir auch überall. Aber hier waren wir nicht überall. Bam! Ja, dann gehen wir mal hoch. Moment, wo muss ich hin? Ich bin hier. Ich laufe jetzt einmal rum, fidibum, hoch, rüber. Also einmal rum, fidibum. Los geht's. Let's go. Ja, ja, das sind so Kleinigkeiten. Das hatte der Erste auch schon. Aber allein, dass man unterschiedliche Fußtöne, Schritttöne verursacht, je nachdem, auf welchen Untergrund Leon hier tritt, war schon voll geil einfach. Das sind so kleine technische Spielereien, ne? Die hat man damals sehr zu schätzen gewusst. Das war so die Liebe zum Detail. Ich bin mir auch ziemlich sicher, weil heute ist ja sowas alles ganz chillig, ne? Heute machen das die Engines von alleine. Da oft. Da muss gar nichts mehr gemacht werden. Da weiß die Engine, wo der Charakterfuß landen muss, damit eine anständige G-Animation draus wird. Dann weiß die Engine, auf welchem Untergrund habe ich hier Eis oder habe ich hier Stein oder Erde, was habe ich hingeplatziert. Und dann weiß die Engine, welcher Sound gespielt werden muss. Aber früher musste man das ja wirklich per Hand machen. Da wurden ja, wirklich quasi Flächen festgelegt, die gewisse Sounds auslösen und so. Früher war alles komplizierter. Ich dachte wohl, ich sag besser. Aber nein, einfach nur komplizierter, würde ich sagen. Moment mal, bin ich nicht ganz woanders? Der Gang ist doch am anderen Arsch der Welt. Kann es sein, dass ich hier die Treppe gar nicht hoch kann, weil da ein Loch ist und Leon nicht drüber springen kann und... Nee, ich könnte da durchaus durchgehen. Ach, komisch, warum bin ich da noch nie durchgegangen? Habe ich wohl einfach übersehen. Halt, stopp. Bevor wir da durch die Tür gehen, gehe ich mal in die andere Richtung. Weil vielleicht ist da eine Sackgasse, die uns überhaupt nichts bringt. Gut, dass wir das überprüft haben. Bin ich schon sehr froh drüber. Öffnet die Tore! Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn wir Resident Evil 7... Ich glaube, das ist das gruseligste Resident Evil überhaupt. Es gibt da ein paar Passagen, vor denen habe ich wirklich Angst, ey. Hauieieiei. Ah, ich hätte die Kurbel mitnehmen müssen, ne? Ah. Oder? Kommt das Zahnrad etwa hier rein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die
don't need this. Square hole. Seems to be broken. It won't work. You don't need this right now. Seems to be broken. Naja, okay, keine Ahnung, dann holen wir halt die Kurbel. Ist ja auch okay. Der verbotene Glockenturm im geheimen dritten Stockwerk. Wenn das der Chief wüsste, dass ich da oben bin. Eieiei. Das wird Ärger geben. Sind wir jetzt eigentlich als Leon hier offiziell angestellt gerade? Irgendwie, wahrscheinlich wurden die Verträge schon gemacht, ne? Leon hat ja vermutlich hier schon eine Wohnung gemietet und alles. Also ich schätze mal, der ist schon voll drin. Ich meine, alle sind tot und alles ist überlaufen, Ausnahmezustand. Weiß ich nicht, wie das dann genau vertraglich so geregelt wäre. Aber ich denke, theoretisch ist Leon hier ein voll angestellter Polizist. Loser. Ah ja, das Foto können wir auch noch entwickeln, ne? Dann gehe ich vielleicht mal... da muss ich mal schnell gucken, wo der Zombie-Flur ist. Weil wenn wir den Zombie-Flur vermeiden könnten, wäre es natürlich nicht schlecht. Der Safe-Room unter der Treppe. Kommen wir da... Ja. Ja. Okay. Den Weg nehmen wir mal. Warum? Ja, nee, keine Ahnung. Nee. Marvin. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob Marvin... Ne, warum schließt uns der aus? Hätten wir Marvin nicht vielleicht mehr helfen können? Hätte er uns nicht mehr helfen können? Aber im Endeffekt, was soll Leon großartig machen? Ich meine, man hätte die Wunden ein bisschen versorgen können, ne? Ein bisschen provisorisch. Leon hatte, wahrscheinlich als ich Marvin getroffen hatte, hatte ich mindestens 3 Erste-Hilfe-Sprays irgendwo rumliegen und Heilkräuter. Hätte vielleicht schon geholfen, ich weiß es nicht. Aber andererseits sind vielleicht unsere Hauptfiguren immun gegen den T-Virus oder auch nicht, oder man weiß es nicht. Film B. Ein Bild von der Vorderseite von Arukas Schneiderei, glaube ich, steht da. Oder ist das ein Name? Aber warum ist das klein geschrieben? Arukas Taylor. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall ist halt irgendjemand zu einem Zombie innerhalb von 2 Stunden geworden. Das Subjekt hat sich immer wieder über schwere... juckende Haut im Grunde beschwert. Und Schwindel oder ja, Taubheitsgefühl im Kopf. Das ging so lange, bis er das Bewusstsein verloren hat. Das Bild wurde von R. Lambert geschossen. Okay, nice. Ich nehme das Zahnrad mal mit. Ich glaube immer noch, wir brauchen das da oben, aber vielleicht müssen wir erst kurbeln und dann zahnradeln. Kann schon sein. So. Ah ja, wir sind aktuell echt gut aufgestellt. Also, ich glaube, ich speichere mal. Gerade ist eine chillige Passage hier, finde ich. Sorgen müssen wir uns nicht machen, dass uns die Rohstoffe zu schnell ausgehen. Leon A. Die
Hänger werden immer schlimmer, habe ich das Gefühl, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, ob wir da doch nicht mal gucken müssen, aber gut. Okay, Leute, hey, dann würde ich fast sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss. Ein bisschen früher als sonst, aber es passt gerade so schön und ich habe auch nichts dagegen. Gut, morgen, beziehungsweise passt auf, dass die Folge dürfte jetzt wahrscheinlich Montag online gehen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das heißt, am Dienstag 18 Uhr im Stream geht's dann weiter. Dann kurbeln und zahnradeln wir den Glockenturm bis ins Oblivion und dann geht's weiter. Macht's gut, bis dann. Ich hoffe, ihr seid live dabei. Und wenn nicht, landet natürlich alles auch hier auf YouTube. Ciao, macht's gut.